Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Tauschpaket hier, beziehungsweise ich habe eins geschickt bekommen von Danny Pelletier. Das hat sich tatsächlich gereimt. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu schauen, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Danny und ich haben ja schon mal ein Tauschpaket gemacht und da ging es um das Motto, was du unbedingt mal ausprobieren musst. Da kann ich euch auch hier oben im E mal verlinken, was er mir geschickt hat und unten in der Infobox wahrscheinlich auch, ja, mache ich einfach mal, was ich ihm geschickt habe. Da könnt ihr dann nach dem Video mal hinhüpfen, hinspringen und ja, jetzt haben wir uns überlegt, dass es doch ganz cool wäre, eine zweite Runde zu machen und ja... Danny hat sich auf jeden Fall zum Spezialisten entwickelt, denn er hat wirklich mir ganz viele Päckchen gepackt, alles in Geschenkpapier. Ich bin total aufgeregt, was sich hier drin verbirgt, denn wir haben tatsächlich als Motto Stadt versus Land. Danny wohnt in Berlin, das ist halt die Stadt, also das ist riesig, das ist für mich als Landei unvorstellbar, wie krass das ist. Also ich meine, ich war schon öfters dort, ich habe dort auch... quasi Familie. Also meine Stiefmama kommt auch aus Berlin und dementsprechend wohnen meine Stiefschwestern auch in Berlin. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ja, ne? Also da ist halt wirklich dieser Clash of Cultures manchmal. Meine Stiefmama wohnt mittlerweile ja auch hier bei uns in der Gegend auf dem Land mit meinem Papa zusammen. Und die war mir auch eine sehr, sehr große Hilfe, denn ich habe sie ernsthaft gefragt, sag mal, was macht uns hier auf dem Land eigentlich aus? Ich meine, das ein oder andere habe ich auf jeden Fall auch schon direkt im Kopf gehabt, aber sie hat mir echt gut geholfen. Also Dankeschön für die Unterstützung auf jeden Fall. Also im Prinzip war die Frage, was findest du hier bei uns eigentlich merkwürdig? Was hat es bei euch so nicht gegeben? Und dementsprechend habe ich dann das Paket gestaltet. Schaut gerne bei Danny vorbei. Ich verlinke euch das Video nachher in der Endcard, genauso auch seinen Kanal. Ist aber auch alles in der Infobox verlinkt. Und ich stelle heute das Video um 11 Uhr online, weil das ist so meine generelle Uploadzeit. Und bei Danny wird sein Video, was er von mir bekommen hat, um 17 Uhr online kommen. Also ist das hier quasi für euch auch so ein kleiner Teaser, ne? Stellt euch einen Wecker und ja, genau, viel Spaß auf jeden Fall. Und ja, Danny ist ein wundervoller Mensch. Ich mag den so gerne. Ich habe den halt kennengelernt über Maxim, sage ich jetzt einfach mal so, weil er halt auch in den Videos von Maxim aufgetaucht ist, weil es ja sein Lebensgefährte ist. Und dann hat er auch seine Bücher vorgestellt. Dann hat er auch seinen Kanal vorgestellt, den ich dann auch abonniert habe und wo ich dann immer mehr von Danny kennengelernt habe. Mir dann auch seine Bücher bestellt habe, die ich auf Instagram auch gerne reviewe und vorstelle und euch ein bisschen was dazu erzähle. Aber halt ohne Spoiler, ohne euch die Story zu spoilern. Und ja, genau, wundervoller Mensch. Ich habe dann auch mit ihm geschrieben und so. Wir haben jetzt auch herausgefunden, wir sind der gleiche Jahrgang, 89er Jahrgang. Das ist einfach der beste überhaupt. Und ja, wirklich, also ich mag ihn. Er ist super sympathisch und wie liebevoll er einfach mit seinen Katzen dann auch immer ist. Und ich weiß nicht, es ist ein Herzensmensch. Also wirklich, da merkst du, der Mensch trägt sein Herz auf seiner Zunge. Und ja, deswegen ist er mir sympathisch. Und dann hatte er vor einiger Zeit mal in seinem Video so ein paar Sachen erwähnt gehabt, was halt nicht so gerade bei ihm läuft. Und dann habe ich gesagt, hey komm, lass mal ein Tauschpaket machen, wenn du Bock drauf hast. Ne? Und dann haben wir das erste gemacht. Und jetzt hatte ich, oder habe ich gerade aktuell, eine ziemlich bekloppte Phase, um das mal so zu sagen. Ich habe meinen Job gekündigt und bin gerade so ein bisschen woanders gedanklich und emotional. Und ja, dann kam es mir total gelegen, dass er mich dann gefragt hat, sag mal Claudi, wollen wir nicht mal wieder ein zweites Tauschpaket starten? Liebend gerne. Ja, und deswegen sitze ich jetzt hier und mache das Unboxing und freue mich wie Bolle drauf, denn mich erwarten ein paar Geschenke. Aber zuallererst, jetzt habe ich echt ganz schön viel Intro gemacht, ne? Läuft bei mir. Habe ich gesehen, habe ich eine Karte mit dabei. Die steht drauf für Claudi und deswegen gucken wir uns die einfach mal an. Es fühlt sich hardcore an, also... Ja, es sind zwei Umschläge. Oje, oje. Da gucken wir mal, was das ist. Viel Spaß hat er drauf geschrieben. Danny Pelletier, hier ist übrigens sein Verlag. Verlinke ich euch auch unten in der Infobox sehr gerne. Schaut auf jeden Fall vorbei, ne? So. Oh mein Gott, richtig geil. Wie ein Siegelbrief hat er diesen Brief aufgebaut. Richtig cool. Liebe Claudi, ich freue mich auf unsere zweite Runde Tauschpaket mit dem Thema Stadt versus Dorf. Ich bin wirklich gespannt, wie unterschiedlich unsere Pakete sind. Hier eine kleine Anleitung zu den einzelnen Paketen. Wow, ich habe eine Anleitung. Okay, erstens. Okay, das werde ich dann aber tatsächlich machen oder vorlesen, wenn ich die einzelnen Produkte auspacke. Ne? Genau, PS, zu Weihnachten packt Maxim immer meine Gedanken ein, meine Geschenke ein. Zu Weihnachten packt Maxim immer meine Geschenke ein. Ach so, okay. Er entschuldigt sich quasi dafür, wie seine Geschenke verpackt sind. Ganz im Ernst.
Ich musste, als ich eben das Paket aufgemacht habe, dran denken, wie mein Freund Pakete einpackt und es ist same. Genau das Gleiche. Ich lieb's. Ich find's geil. So, okay, hier habe ich auf jeden Fall die Anleitung. Die lege ich mir dann hier mal hin. Und dann habe ich hier noch eine zweite Karte. Also, Danny hat sich echt nicht lumpen lassen. Ich meine, ich habe ihm auch einen halben Roman dazu geschrieben, das muss man auch sagen. Ne? Also da bin ich ähnlich vorgegangen wie er. Och, wie geil ist das denn? Das ist das Brandenburger Tor und das kommt von diese-klappkarten.de. Das ist so wie so ein Scherenschnitt, ne? Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was ich in meiner Jugend gemacht habe oder in meiner Kindheit. Oh, leck mich fett. Okay, okay, Moment. Er hat mir zuallererst das Brandenburger Tor als Pop-Up-Karte geschickt. Ist das nicht geil? Wow, das finde ich richtig cool. Feiere ich hart. Vielen, vielen Dank. Es gibt auch diverse Bilder von mir, wo ich mit allen möglichen Freundinnen und Klassenkameraden und mit meinem Freund und so auch vor diesem Brandenburger Tor stehe. Das ist halt einfach, ne, als Touri fährst du da halt direkt hin. Für Claudi ein Berlin-Paket. Danny. Oh, ist das geil. Das finde ich schon mal richtig geil. Cool. Ist auch mega dekorativ, ne? Richtig cool. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Okay, ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen klarkommen und oh, teilweise haben wir hier echt schwere Dinge drin. Oh mein Gott. Wo finde ich denn jetzt bitte die Nummer 1? Das ist auch geil eingepackt, oder? Ich habe die Nummer 1 gefunden und hier steht dazu, das wirst du brauchen, um dich in einer großen Stadt wie Berlin zurechtzufinden. Ne? Ich erinnere mich nur an unsere Klassenfahrt in der 10. Klasse. Wir waren halt so richtige Landeier, ne? Meine Klassenkameradinnen und ich und auch die Klassenkameraden, die Jungs natürlich auch. Und wir haben extrem U-Bahning gemacht und wir haben es gefeiert. Also wir haben uns so eine U-Bahn-Karte gekauft und während dann andere die Stadt erkunden durften und dann diverse Museen besichtigt haben oder sonst was, sind wir einfach von U-Bahn-Station zu U-Bahn-Station mit diversen U-Bahnen gefahren. Und das war einfach so geil. Also Berlin ist halt echt eine geile Stadt. Ich lieb's, ne? Finde ich richtig geil. Und da bin ich mal gespannt, was ich brauche, um mich in Berlin zurechtzufinden. Übrigens, geiles Geschenkpapier. Das sind Herzchen-Diamanten, würde ich mal dazu sagen, ne? Sehr cool. Okay, Reiseführer Berlin. Eine unvergessliche Reise. Erkunden Sie alle Traumorte und Sehenswürdigkeiten und erleben Sie kulinarisches Essen, Action, Spaß, Entspannung und vieles mehr. Der praxisnahe Reiseguide. Richtig cool. Und das werde ich das nächste Mal mitnehmen, wenn ich nach Berlin fahre. Das ist ja cool. Okay, auch mit Bildern. Must-sees in Berlin, klassische Sehenswürdigkeiten und unumgängliche Routen. Okay, das ist dann auch so ein bisschen alternative Reiseführer, ne? Das finde ich cool. Vielen, vielen Dank. Du bereitest hier meinen nächsten Urlaub in Berlin vor. Das ist schon cool. Und ich habe deinen Urlaub hier bei uns auf dem Dorf vorbereitet. Müssen wir irgendwann mal einfach hier die Wohnung tauschen, ne? Ich gehe zu dir, du gehst zu mir. Und dann erkunden wir mal die gegenseitig andere Welt. Hier habe ich die Nummer 2. Dazu steht, wenn du in einer Stadt unterwegs bist, kann es auch mal gefährlich. Das wird dir helfen. Okay. Ist da ein Pfefferspray drin? Ich glaube, sowas, darf man sowas besitzen? Weißt du, wenn ich mit Sammy spazieren gehe, ne? Es ist, also, da gehe ich auch nachts durch den Wald, in Anführungsstrichen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Hier kennt eh jeder jeden. Und wenn da irgendwer meint, einen Blödsinn zu machen, dann kenne ich den mit großer Wahrscheinlichkeit eh. Okay, das ist hier nochmal eingepackt. Sammy ist ganz neugierig hier neben mir. Oha. Oh, das ist so eine Pfeife? Ne, was ist das? Ja, das ist so ein Ding, das kenne ich auch. Da drückt man drauf und dann eskaliert das voll. Ich kann das jetzt nicht anmachen, weil Sammy halt hier ist. Das ist so ein abschreckendes Ding, ne? Es ist sowas. Ich habe eine Freundin, die sehr schreckhaft ist und die hat sowas, glaube ich, auch. Aber ich habe es nicht und ich glaube, man muss es hier so abziehen oder so oder irgendwo drauf drücken. Und das kann auch richtig mit hier Licht und so weiter. Ich mache es jetzt aber nicht, weil, ne? Wäre fancy, wenn ich es machen würde, aber da würde Sammy, glaube ich, sagen, nein, tu es nicht, Frauchen, meine Uhr an. Der hört ja alles fünfmal oder wie auch immer viel, viel lauter als wir. Das nennt sich Kalmiotz. Kalmiotz. Okay, hier ist auch eine Gebrauchsanweisung. Verwendung des Produkts. Dieser persönliche Alarm mit einem Schlüsselanhänger hat einen Ton, der ausgelöst wird, wenn der Stecker gezogen wird. Siehst du, sage ich doch. Ja. Und dann haben wir einen Überblick. 1, 2, 3, 4. Was ist denn 1, 2, 3, 4?
Achso, Kontaktstift, Alarm, ein Ausschalter ist, wenn man halt dieses Ding hier rauszieht. Das ist halt hier, ne? Wenn man da dran zieht. Dann hat man den regulären Schlüsselanhänger. Okay, also hier zieht man es nicht raus, aber man zieht es an dem grauen Vieh raus. Dann hat man das LED-Licht und den LED-Lichtschalter. Das finde ich praktisch, ne? Dann kann man hier nämlich noch so ein bisschen für Licht sorgen. Ich weiß noch nicht, wofür dieses... Das hier wahrscheinlich. Aber hier haben wir auf jeden Fall das Licht auch noch mit dabei. Das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Das kommt auch an meinen Schlüsselbund. Wenn ich dann mit Sammy Gassi gehe, ne, habe ich das auf jeden Fall damit dabei. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Dann bin ich auf jeden Fall hier auch bei uns im Niemandsland safe unterwegs. Jetzt gehen wir mal zu der Nummer 3. Bist du mit dem Auto oder dem Fahrrad auf einer Straße unterwegs, könnte dir das dabei helfen, deine Wut im Straßenverkehr Luft zu machen? Okay, zuallererst, ich besitze gar kein Fahrrad. Auch wenn das wahrscheinlich 99% der Orts- und Dorfmenschen verwenden. Ich hatte mal eins, das hat einen Standplatten bekommen, weil ich halt eine faule Trine bin, ne? Furchtbar. Ja, aber da bin ich ja mal gespannt, was das ist. Also ein Punching Ball ist es ja nicht, ne? Okay, Nummer 3. Ich bin sehr gespannt, aber ich bin tatsächlich ein Wutautofahrer. Und das schon auf dem Land, wo nicht so viel los ist. Läuft. Also in Berlin ist dann tatsächlich auch immer mein Papa gefahren oder mein Freund, ne? Also ich selber bin da auch nicht gefahren. Nicht, weil ich mir das nicht zutrauen würde, sondern weil wahrscheinlich meine Mitfahrer Angst gehabt hätten. Scheiße geparkt, zu dicht, für zwei, das ist kein Gehweg, Einfahrt bis zur Markierung. Das ist witzig, das ist so ein Block. Und wenn man dann sieht, wie furchtbar die anderen Leute parken, kann man denen das so hinter die Windschutzscheibe packen. Das kann man tatsächlich auch hier bei uns in der Gegend machen, weil wir hier eigentlich relativ viele Parkmöglichkeiten haben. Aber ich glaube, das wäre ziemlich witzig. Das ist so ein Block, ne? Ich habe hier auch mir eine Schere bereitgelegt. Und dann kann man halt ankreuzen, was der andere so schlecht gemacht hat. Und auch gerne ein paar Zeilen dazu schreiben. Und ihm das hinter die Windschutzscheibe packen. Finde ich großartig. Dankeschön. Ja, aber das habe ich auch schon bemerkt, dass es super schwer sein soll, in Berlin oder in der Großstadt allgemein Parkplätze zu finden und so, ne? Okay. Nummer 4. Wenn es zu Kommunikationsproblemen kommt, hilft dir vielleicht das? Okay. Ist es so ein Mini-Duden? Berlinerisch, Hochdeutsch, Berlinerisch oder sowas? Das finde ich auch witzig, weil, also ich meine, ich merke das ja auch bei meiner Stiefmom. Die berlinert halt auch manchmal so ein bisschen, was ich liebe. Ich finde es so geil, wenn sie das macht. Ich finde, Dialekte sind so wichtig. Wir haben hier bei uns in der Gegend halt Plattdeutsch, ne? Ist ja hier Westfalen, keine Ahnung, näher holländische Grenze. Und meine Großeltern küren auch noch Plattdeutsch. Und gerade wenn ein bisschen mehr Alkohol bei den älteren Leuten fließt, ja, dann kommt das raus und das finde ich richtig gut. Langenscheid, Lilliput, Berlinerisch. Vielen, vielen Dank. Das finde ich so süß. Oh mein Gott, das ist total praktisch. Okay, eine Flohleiter ist eine Laufmasche. Okay, Flosse ist die Hand. Okay, wenn du guten Tag sagst, dann vergiss nicht, die Flosse zu jemen. Wenn du jemanden begrüßt, vergiss nicht, ihm die Hand zu geben. Flöten gehen, verloren gehen. Das kann ich aber bei uns auch tatsächlich. Schalen gehen. Mülltonnen nach brauchbaren Abfällen durchstöbern. Ach du meine Güte. Chalet ist ein Gelee, okay, eine Schamsel. Liederlich aussehende Frau. Liederlich aussehende Frau. Aha. Geil, dankeschön. Richtig geil. So, jetzt gehen wir zu 5. Ein Leben in der Stadt ist sehr stressig. Mein jahrelanger Lieblingssänger könnte dir helfen, dich zu entspannen. Oh ja, da bin ich gespannt, was dein Lieblingssänger ist. Wer kommt denn aus Berlin? Viele, sehr viele. Bin ich sehr gespannt, ob wir den gleichen Musikgeschmack haben. Meiner ist ja durchwachsen, ne? Ich bin damals als kleiner Punk unterwegs gewesen, als ich jugendlich war. Mittlerweile bin ich da ganz entspannt. Hauptsache irgendwas, wozu ich irgendwie feiern kann, abdancen kann und Spaß haben kann. Wer ist er denn? Michael Bolton. Der sagt mir ja gar nichts. Love Songs? Wer ist er denn? Ich kenne ihn nicht. Sagt mir wirklich gar nichts, der Mann. Kennt ihr den? Muss ich mal reinhören. Soul Provider. That's what love is all about. Once in a lifetime. Das hört sich bekannt an. Said I loved you, but I lied. Missing you now.
When a man loves a woman, ja klar, das kenne ich natürlich. Der ist das. Ich hätte nicht gedacht, dass der so aussieht. Okay. Interessant, definitiv. Da sind noch ein paar andere Titel drauf und so. Werde ich auf jeden Fall reinhören. Wir haben auch tatsächlich noch eine Stereoanlage, die CDs liest. Das ist heutzutage ja alles gar nicht mehr so leicht, ne? Aber ich habe auch für meinen Laptop ein externes CD-Laufwerk. Das finde ich ja interessant. Ich kenne den Mann nicht. Aber man braucht auf jeden Fall Chillness. Ich hätte jetzt gedacht, du packst mir da irgendwie so ein Hardcore-Hip-Hop oder Hardcore-Rock oder sowas rein. Aber das finde ich jetzt sehr, sehr ulkig. Hätte ich dir nicht zugetraut, bin ich ehrlich. Okay, interessanter Musikstil. Danny, das muss ich wirklich sagen. Dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 6. Gibt dem Affen Zucker. Okay, nicht ganz, aber etwas Wichtiges für jeden Berliner. Okay, die Nummer 6. Das ist so geil eingepackt. Das habe ich eben meinem Freund gezeigt als Paradebeispiel dafür, wie er auch Geschenke einpackt. Ich lieb's, ne? Richtig süß. Okay. Nein, gib dem Affen Zucker. Wie habe ich das zu verstehen? Was haben wir denn hier? Spice Monkey Berlin Curry. Ein Hauptstadtgewürz. Das finde ich witzig. Ich habe ihm auch relativ viel natürlich kulinarische Köstlichkeiten aus der Region mit reingepackt. Wir hatten übrigens auch ein Budget. Oh, das muss ich natürlich auch sagen. Wir haben nicht alle wild irgendwie was eingepackt. Wir haben beide ein Budget gehabt. Und ich habe mich auf jeden Fall relativ grob dran gehalten. Ich glaube, ich war ein bisschen drunter. Aber ich habe ja noch ein bisschen kreative Leistung mit reingebracht. Schaut vorbei, Leute, ich sage euch das. Und das ist halt für so eine richtig geile Berliner Currywurst. Das ist vor allem was für meinen Freund. Ich bin nämlich kein Wurstfan. Ich oute mich hiermit. Ich esse keine Bratwürstchen. Das ist krass, ne? Das heißt, ich esse auch keine Currywurst. Aber mein Freund und im Prinzip auch meine komplette um mich herum Menschheit. Aber ich bin da nicht so Fan von. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwann mal mit Rauchen aufgehört und wieder angefangen. Aber als ich mal aufgehört habe, hat sich mein Geschmackssinn ein bisschen verändert, sodass ich auf einmal keine gegrillten Würstchen mehr mochte, dafür aber Rosenkohl. Ganz merkwürdig. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier ein Berliner Gewürz. Finde ich klasse. Boah, ja, krass, Curry. Curry an sich ist lecker, aber Currywurst jetzt nicht unbedingt was für mich. Ich mache es jetzt nicht auf, weil dann explodiert das natürlich hier vollkommen, ne? Kann man abmachen und dann hat man hier Currypulver drin. Finde ich geil. Originales Currypulver aus Berlin. Ja, bei der nächsten Grillparty kommt es auf jeden Fall zum Einsatz. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Yay. So, jetzt kommen wir zu Nummer 7. Wer in Berlin lebt, muss immer mit dem Trend gehen, oder? Das soll wohl der Trend unter dem Eistee sein. Ach ja, gut schütteln. Okay. Okay, es ist super schwer. Das muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, da hat doch letztens eine Influencerin auch was rausgebracht. Das habe ich auch als Video bei ihm auf dem Kanal gesehen. Yep. Shirin David war es. Okay, krass. Wow. 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 Das ist Dirt Tea Candy Shop, habe ich hier einmal drin bei Shireen David. Dirt Tea verwandelt deinen Mund in einen Süßigkeitenladen. Okay. Sehr, sehr cool. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Eistee mag ich richtig gerne. Und hier haben wir dieses Zeugs hier drauf. Das hatten die auch in dem Video gesagt, Danny und Maxim. Das ist halt. Manche Leute stören sich halt dran, dass man denkt, da oben könnten Leute dran gepackt haben oder sonst irgendwas. Ich bin halt eh so ein Freund davon, dass ich mir dieses Ding umklappe, reindrehe und mir dann durch dieses reingedrehte Vieh den Strohhalm durchstecke. Mag ich eh viel lieber. Finde ich aber cool, wird ausprobiert. Vielen, vielen Dank. Shireen David. Ja, da kommen natürlich ein paar Promis her, ne? Aber hey, auch bei uns aus der Region kommen Promis. Ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Bekannte Fußballer kommen hierher. Bekannte Fußballer wollten hier auch mal hinziehen. Manuel Neuer wollte sich mal tatsächlich bei uns hier in der Gegend gar nicht weit entfernt ein Haus kaufen. Hat er nicht gemacht, weil er keinen Hubschrauberlandeplatz angeblich da instruieren konnte und deswegen hat das nicht funktioniert. Das so als kleiner Side-Fact. Aber das ist halt auch wieder diese Sache, ne? In Berlin hätte da kein Mensch drüber geredet und hier bei uns auf dem Dorf denkt man sich, boah, geil! Egal, okay. Wet Peach habe ich hier. Get that wet and peachy taste. Shireen David bringt deine juicy Fantasien ins Eisteeregal. Okay. Ja, Pfirsich ist ja der Klassiker, ne? Aber das mit dem Gutschütteln finde ich ja auch spektakulär. Naja, muss alles ausprobiert werden. Und dann hat er mir noch mit reingepackt, auch von Shireen. Nicht, dass ich jetzt irgendwas wegschmeiße, was er nicht im Müll gehört. Basti Blueberry. Du darfst gucken, anfassen und genießen. Shireen David bringt deine juicy Fantasien. Achso, das habe ich eben schon vorgelesen. Sehr cool.
Habe ich bei uns tatsächlich im Supermarkt noch nirgendwo gesehen, ne? So viel zum Dorf. Läuft. Cool. Vielen, vielen Dank. Und dann machen wir mal weiter. Nummer 8. Party. Was braucht man, um in Berlin Party zu machen? Genau das. Achtung, ab 18. Ja, 32, ne? Alkohol kann süchtig machen. Partys sind auch ohne Alkohol super. Das stimmt. Ich trinke auch eigentlich gar nicht so viel Alkohol. Jetzt in letzter Zeit, wo es mir nicht so gut ging, habe ich mir dann doch vielleicht mal das ein oder andere genehmigt, muss ich gestehen. Aber es ist halt einfach, ich habe Migräne und da mag ich nicht so gerne, dass wenn ich dann Alkohol trinke, am nächsten Tag einen Kater habe und so, ne? Aber ab und an ist das durchaus mal angebracht. Und hier habe ich dieses mega geil eingepackt. Ja, Klebeband kann er. Das muss man ihm lassen. Es ist nämlich komplett mit Klebeband eingewickelt. Wow. Okay, ja. Aber ich habe auch zugesehen, als ich habe ihm nämlich auch eine Flasche mit reingepackt, dass das irgendwie heile ankommt. Denn man kennt ja die deutsche Post manchmal leider, wie die mit Sachen umgehen. Aber gut, dass ich hier eine Schere liegen habe, Leute. Alter, Belly. Wow. Damit kannst du Rugby mitspielen. Das Berliner Luft. Also ich hätte ohne Witz mit Berliner Luft gerechnet, weil das halt auch so ein Getränk ist, was bei uns in letzter Zeit mega in ist, glaube ich. Und es wäre sehr passend. Ich bin mal gespannt. Du hast eine ganze Rolle von dieser Puffolie drum gemacht. Ja, definitiv. Richtig geil. Ich weiß überhaupt nicht, wie es schmeckt. Ist halt so ein Innengetränk bei uns aktuell. Und unsere Azubis hatten mir da letztens auch mal von erzählt, dass es mega angesagt ist und so. Und das ist vegan und das ist Berliner Luft mit Pfefferminzgeschmack wohl irgendwie. Der frische Pfefferminzlikör, ja, wird auf jeden Fall mal jetzt am Wochenende getrunken, ne? 18% sind da drin. Laktosefrei, glutenfrei, ohne Zusatz von Farbstoffen, ohne Physimatenten. Okay, wahrscheinlich ohne irgendeinen Rampampam. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich möchte definitiv auch einen Test sehen, wie du die Spezialität probierst, die ich dir geschickt habe. Denn ja, wirst ein Bild von mir kriegen, ne? Weißt du Bescheid. Finde ich cool. Vielen, vielen Dank. Finde ich echt cool. Vielleicht lade ich dann auch meine Stiefmama und mein Papa dann am Wochenende ein und dann gönnen wir uns zusammen. Mal gucken. Richtig geil. Okay, Nummer 9. Das wäre jetzt tatsächlich schon das letzte Paket leider und das macht mir so viel Spaß. Also definitiv eine dritte Runde, Danny. Definitiv. Was wäre ein Leben in der Stadt ohne Freunde? Das stimmt. An dieser Stelle liebe Grüße von Maxim. Ach guck, schön. Hat Maxim sich auch beteiligt. Die Nummer 9. Da bin ich auch mal gespannt, was ist ja cool. Das finde ich jetzt echt, habe ich nicht mit gerechnet. Finde ich ziemlich cool. Mache ich mal vorsichtig auf. Ich habe hier noch diesen Briefumschlag liegen, ne? Und der ist sehr anhänglich. Der hängt sich wirklich an jedem Paket, das ich draufstelle, dran. Freunde sind aber auch hier auf dem Land total wichtig. Denn hier gibt es ja nicht so viel, ne? Und ja. Verarsch mich nicht. Ihr seid doch total crazy. Was ist das denn? Das hier sprengt den Rahmen aber sowas von. Da hat Maxim sich wohl beteiligt und dann noch ein bisschen was beigelegt. Ein bisschen ist gut, ne? Eine Palette von Ila Maska. Leck mich fett. Expressionist Artistry Palette. Das sind das ernsthaft neue Produkte. Ey. Ihr Wahnsinnigen. Das ist eine schöne, warme Palette. Das wäre nicht nötig gewesen, Mann. Aber ja, es ist mega lieb. Dankeschön. Oh mein Gott. Okay, was haben wir hier noch drin? Wir haben hier von Love den Face Brush drin. Muss ich ein bisschen schmunzeln, denn ich habe letztens erst bei Love bestellt. Und da war auch der... Hier habe ich ein Haar. Da war auch der Face Brush in meiner Bestellung mit dabei, weil ich den so geil finde. Oh Mann. Ihr seid so geil. Ich kriege das hier nie wieder so rein. Ich bin ganz verlegen jetzt. Jetzt werde ich gerade ganz leise. Man merkt es, ne? Eben die ganze Zeit laut, laut, laut. Freut sich und erzählt und kommt gar nicht mehr raus aus dem Reden. Ihr Verrückten. Ein Beauty Blender. Finde ich richtig, richtig klasse. Schön im Pink. Ich liebe ihn.
die Catrice HD Liquid Coverage Foundation, das ist auch total super, in der Farbe 020 Rose Beige. Das ist ja auch die Foundation, die Maxim immer so klasse fand und sich tierisch darüber gefreut hat, als eine Limited Edition rausgebracht worden ist, wo die Foundation in klein noch mit dabei ist, weil die ja nicht mehr im Sortiment war. Danke. Krass, ey. Das hier ist von Quentissi Exclusive, eine Volume Mascara und ein Liquid Eyeliner. Richtig cool. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn! Dann habe ich hier ein Loose Eyeshadow Ombretto. Ach, du ahnst es nicht. Carla Cosmetics sagt mir so nix. Finde ich cool. Ist für mich eher was für Richtung Karneval, muss ich gestehen, denn lose Pigmente ist nicht so ganz so meine Welt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich den wirklich... Wir müssen mal gucken. Ich werde ihn auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann, verrückt, Beauty Blender, das ist auch cool. Eine Beauty Blender, nein, Blender Cleanser Solid Lavender Silicone Scrub Matte. Das ist ja extra so eine Matte, womit man seinen Beauty Blender bzw. Make-up-Schwämmchen sauber machen kann. Und da kannst du dann aber auch dann... Oh, ich habe hier immer noch ein Haar. Sammy, was hast du denn eben hier gemacht? Jetzt liegt er da ganz unschuldig und ist am Schlafen, ne? Okay, Escada Candy Love. Habe ich hier auch noch mit dabei. Ach, ihr seid doch verrückt, ihr zwei. Ihr beiden, ihr alle beiden seid verrückt. Was ist das überhaupt? Wahnsinn! Oh, das ist genau, kannst du an dein Handy dran machen als Halterung. Auch cool. Ja, dann habe ich hier noch mit dabei Amalfi, das Pinselset. Ich stand kurz davor, mir von BH Cosmetics dieses Pinselset zu kaufen. Und ich liebe Pinsel und ich liebe die Pinsel von BH Cosmetics. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist ja richtig geil. Das ist die neue LE, beziehungsweise die neue Reihe. Ah! Ah! So, dann habe ich hier noch ein richtig geiles Produkt drin und zwar von Love, das Make-up Fixing Spray. Das habe ich auch da, das ist richtig toll. Das ist so ein Continuous Setting Spray. Ist halt wie so eine Deo-Flasche und dann drückst du drauf und dann settet dir das dein ganzes Gesicht. Also vielen, vielen Dank, beziehungsweise fixiert das Ganze. Ey, ich bin gerade ziemlich überfordert. Dann Escada Summer Festival Moisturizing Perfume Body Cream mit 50 ml. Vielen, vielen Dank. Also das mag ich auch. Ja, blumig, rosa, alter Schwede. Ihr seid doch crazy. Und das hier habe ich, also Drunk Elephant. Junger Mann, Sie haben das Budget tatsächlich mehr als nur gesprengt, ne? Drunk Break wie with the Littles. Drunk Break, genau. Und ich wollte immer schon mal Drunk Elephant ausprobieren, aber das ist halt so sackenteuer, ne? Komme ich nicht mit klar. Und ich habe eben noch bei Jennys Highlights gesehen, dass sie sich mit Produkten von Drunk Elephant geschminkt hat, beziehungsweise da diesen Blush, den Bronzer und den Tinted SPF ausprobiert hatte. Alter. Das ist halt so ein richtiges... Alter. Ich bin sprachlos, Danny. Und auch danke an Maxim für die Bereitstellung, für die freundliche Bereitstellung und Unterstützung unseres Tauschpakets. Geil. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich in Berlin mal irgendwann demnächst wieder sein werde, dass ich dich anrufen werde und fragen werde, ob du Bock hast auf einen Kaffee und so, dass man sich vielleicht auch wirklich mal in Persona trifft. Und das fände ich nämlich richtig schön. Ich finde es immer cool, wenn man sich halt über die Videos, über Sprachnachrichten, über Instagram, wie auch immer, kennenlernt, aber ich finde es noch schöner, wenn man sich halt wirklich mal in live sieht und vielleicht auch mal den Arm nehmen kann. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Ich bin geflasht. Ich finde es richtig geil, wie du mich in Berlin eingeführt hast und du hast mich auf jeden Fall heiß gemacht, eine Berlin-Tour zu machen. Und ja, dass du wahnsinnig bist, brauche ich an dieser Stelle, glaube ich, gar nicht mehr erwähnen. Ein sehr, sehr, sehr schönes Paket und definitiv Bock auf eine dritte Runde besteht bei mir safe. Und ja, Leute, ne? Schaut auf jeden Fall bei Danny vorbei, schaut, was ich ihm geschickt habe. Ich bin auch super gespannt auf seine Reaktion. Er hat mir heute noch eine WhatsApp geschickt, auf Instagram in seiner Story geteilt, dass er quasi gerade das Paket auspackt, weil er gepostet hat, dass seine Katze quasi mit einem Produkt beschäftigt war. Und das hat mich halt auch direkt animiert, selber dann jetzt auch auszupacken. Ja, ich bin sehr, sehr geflasht und bin gespannt, wie gesagt,
ich laber, ne? Langes Intro, langes Outro, ihr wisst Bescheid. Vielen, vielen Dank, lieber Danny. Vielen, vielen Dank, Maxim. Vielen Dank an euch fürs Zusehen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich halt mega drüber freuen, ne? Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen. Hier unten findest du meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite kannst du Danny einmal abonnieren und schon mal, ne, vorsorgen, dass du auf jeden Fall keins seiner Videos verpasst, zum Beispiel das Tauschpaket, was nachher online kommen wird. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!